something I had not planned to say. Lassen Sie mich beginnen mit etwas, was ich eigentlich nicht vorhatte zu sagen. Es geht um Fidelio. Es ist wirklich eine Oper, die ich sehr liebe. Und es ist die einzige, die ich kenne, die ein glückliches Ende hat. Nicht ein Stück, wie es eigentlich üblich ist. Not a play where you leave thinking about the tragic end, the failure. Nicht ein Stück, wo man drüber nachdenkt, wo man, dass es tragisch endet und was die Leute verändert, im Leben etwas Besseres zu machen. Hier in Fidelio ist es anders. Es ist kein glückliches Ende, weil es endet im individuellen aber es ist dass wenn man praktisch sein eigenes Schicksal verändern kann, wenn man sich verändert. Und das ist etwas, was zu jedem von uns Einzelnen gegeben ist, weil wir alle Menschen sind wie Leonora. Was Leonora zum Beispiel für ihren Mann getan hat, hat sie auch für die Menschheit getan. Und zwar hat sie die Menschen auf die Bühne gebracht in diesem schönen Ende. Und das glückliche Ende liegt in der Zukunft. Und die Zukunft müssen wir kreieren. Vor allem in den Momenten des Lebens, wo die Entscheidung zwischen Leben und Tod steht. Und auch in unserem Moment der Geschichte. Und das glückliche Ende von Fidelio wird uns nicht zum Stillstand bringen, so zum Beispiel wie es halt in den Hollywood-Filmen endet. Und dieses Stück bedeutet, dass wir praktisch für unser eigenes Schicksal kämpfen müssen. Und das ist das Stück von Beethoven, das komponiert worden ist, dass wir nach der Wahrheit suchen. Lassen Sie uns nach der Wahrheit suchen und nun zu unserer Rede kommen. Europa, wie es derzeit ist eine aussterbende Gattung, ein wandelnder Schatten. Es gibt keine Hoffnung für eine Europäische Union auf der Grundlage des oligarchischen Prinzips der Benachteiligung aller Mitgliedsnationen und Völker zum Vorteil der Londoner City und der Wall Street. Es gibt keine Hoffnung für eine Europäische Union, die nicht nur Unterdrückung in andere Länder exportiert, sondern auch ihre eigenen Wähler und Volkswirtschaften unterdrückt. Deshalb ist es unsere unmittelbare Aufgabe, Europa hier und jetzt von seinen finanziellen Fesseln und seinen kulturellen Mühlsteinen zu befreien. Ironischerweise sind es die Nationen, die Europa seiner Herrschaft unterworfen hat, die jetzt das wichtigste Instrument zur Befreiung von unseren Unterdrückern sind. Ich meine damit die BRICS-Staaten, nicht als eine nach innen orientierte Gruppe von Nationen, sondern, wie Narendra Modi sagte, ein Konzert von Nationen, die in ihrem gegenseitigen Interesse und zum Nutzen aller beteiligter Partner handeln. Inmitten dieser Tragödie unserer Zeit einen Weg zu einer besseren Zukunft zu finden, ist nur auf der Grundlage genau dieses Verständnisses möglich. Dass Entwicklung nur auf Gegenseitigkeit und auf der Grundlage der wissenschaftlichen Leistungen der menschlichen Kreativität möglich ist. Das ist der Grund, warum wir diesen Themenkreis als ein Orchester von Beiträgen aus verschiedenen Teilen der Menschheit organisiert haben, als ein voranschreitendes Werk, eine gemeinsame Musik,
anstatt der konkurrierende Klänge der Wut, die in unserer Welt, die sich gegenwärtig selbst zerstört, vorherrschen. Betrachten Sie, was jetzt gerade vor unseren Augen geschieht. Ein kombinierter Prozess einer barbarischen Epidemie unmenschlicher Verbrechen in Südwestasien und der Ausbreitung von Ebola, einer möglichen neuen schwarzen Pest, bedroht unsere gesamte Zivilisation. Diese beiden mörderischen Krankheiten der Gesellschaft sind nicht beschränkt auf eine bestimmte Region der Welt. Sie verbreiten sich auch in den entwickelten Sektor, insbesondere nach Europa. Die Dschihadisten aus Londonistan, Pasistan oder andere Istane in Europa werden nach Europa zurückkehren, um hier zu vergewaltigen und zu töten. Schon jetzt hat einer von ihnen in Frankreich alle seine Brüder und Schwestern dazu aufgerufen, wahllos französische Zivilisten zu töten, als angebliche Rache für die Bombenangriffe der westlichen Armeen. Wir haben mit dem Feuer gespielt und nun kommt das Feuer zu uns zurück. Underestimated is that Ebola will infect 5,000 to 10,000 human beings per week. Also man hatte vorausgesagt, dass Ebola 5,000 bis 10,000 Menschen infizieren wird, aber das ist alles unter den eigenen Zahlen. Ebola infiziert derzeit jede Woche etwa 10,000 Menschen und tötet die meisten von ihnen, weil es in Afrika, dem ärmsten und am schlimmsten ausgebeuteten Teil der Welt, unter der Herrschaft des britischen finanziellen Neokolonialismus, der auf Triage beruht, einen oder anderen Form von allen europäischen Ländern akzeptiert wurde. Also die Triage wird im Grunde genommen von allen europäischen Ländern akzeptiert. Und ebenso die Isolierung von der ärmeren Bevölkerung. Ebenso der Handel und die wirtschaftliche Entwicklung, die keine Grenzen hat. Wir haben die Gefahr geschaffen, dass diese Epidemie sich über ganze Kontinente ausbreitet. Sie hat bereits medizinisches Personal in den Vereinigten Staaten und Spanien infiziert. Und sie könnte sich auch in die armen Bevölkerungsschichten unserer eigenen Länder ausbreiten. Einem wachsenden Teil unserer Bevölkerung aufgrund der Durchsetzung der zerstörerischen Sparpolitik. Und nichts wurde getan, um es zu stoppen. Ich wollte dieses hier an der Stelle erwähnen, was eigentlich schon von vorangegangenen Sprechern gesagt worden ist oder bei anderen Konferenzen, dass wir nicht nur von Inkompetenz oder einem Unfall der Geschichte zu tun haben, sondern mit dem Resultat einer vorsätzlichen Politik von Seiten der europäischen Oligarchie, die im Vereinigten Königreich, in Brüssel und über die Führer aller europäischen Länder herrscht. Sie können Hollande nehmen, Merkel, Sie können alle bei Namen nennen. Dieses System der Macht kann nicht repariert oder geheilt werden. Es muss geändert werden. Sie haben ja schon die Zitate von Prinz Philipp, dem Herzog von Edinburgh und anderen gehört. Etwa jene berüchtigte Äußerung, er hoffe, als tödliches Virus wiedergeboren zu werden, um die Weltbevölkerung zu reduzieren. Man kann auch andere erwähnen, wie John Holdren, Obamas Chefberater für wissenschaftliche und technologische Fragen, der wie seine britischen Kollegen der Weltbevölkerung auf weniger als 1 Milliarde Menschen reduzieren möchte. Das ist ein Verbrechen, aber es ist nicht bloß das Verbrechen einiger weniger Individuen. Es ist ein Verbrechen, das im britisch-imperialen System und in die Institutionen der Europäischen Union eingebaut ist. Warum?
weil sie Malthusianer sind. Ihr Menschenbild ist das einer gezähmten Bestie. Diejenigen, die oben sind, sind dazu bestimmt, zu herrschen und alle übrigen dazu verdammt, sich zu unterwerfen. Ein solches malthusianisches Denken ist unfähig, sich vorzustellen, dass Entwicklung eine Zweckgemeinschaft bedeutet, die gemeinsamen Ziele der Menschheit, die von denjenigen geteilt werden, die für sie kämpfen, und nicht die kriminelle Idee, dass man in einer Welt der unvermeidlich begrenzten Ressourcen notwendigerweise nur auf Kosten anderer wachsen könne. Europa muss sich deshalb ändern, um ein Bündnis von Nationalstaaten zu werden, die entschlossen sind zum globalen Fortschritt der Welt. Betrachten wir, wie Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges geschaffen wurde. Es beruht auf drei wesentliche Regeln: finanziellem Liberalismus, Freihandel und der Erniedrigung der Nationalstaaten. Dies kulminierte mit dem Euro, einem Werkzeug der selbstinduzierten Zerstörung. Infolgedessen haben wir im heutigen Europa null Wachstum, tatsächlich sogar negative Wachstumsraten. Und die Forderung von Eurostat, dem Europäischen Statistischen Amt, dass bei der Berechnung des Wachstums des Nationalprodukts aller Mitgliedstaaten auch die illegalen Aktivitäten berücksichtigt werden. Das bedeutet, dass Prostitution, Drogenhandel, Schmuggel von Tabak und Alkohol wirtschaftlich einen Persilstein bekommen, um das BIP nominell zu vergrößern und weitere Schulden zu rechtfertigen. Der geschätzte Verlust der Kaufkraft der Durchschnittsverdiener in Europa seit 2007 liegt zwischen 5% in Frankreich und Deutschland und 50% in Griechenland. In Frankreich sind zwei Bücher erschienen, die Veruneinigten Staaten von Europa, heißt das Buch, von Coralie Delhomme und Der Raub der Europa von Robert Salis. Beide machen deutlich, dass die gegenwärtige Europäische Union gezielt, Maßnahme für Maßnahme, darauf hingearbeitet hat, die Nationalstaaten zu zerstören und zu verhindern, dass sich die Menschen an den wirklich politischen Entscheidungsprozessen beteiligen können. Wir wurden infiziert mit dem genauen Gegenteil, dem absoluten Gegenteil, einer Politik, die auf dem Prinzip der Regierung des Volkes durch das Volk und für das Volk, wie es in der amerikanischen Verfassung und Artikel 2 der französischen Verfassung in Stein gemeißelt ist. Das sollte nicht überraschen, wenn wir betrachten, wo die heutige Europäische Union herkommt. Sie ist ein Geschöpf des Komitee für ein vereintes Europa und des amerikanischen Komitees für ein vereintes Europa, über die die europäischen Föderalisten von britischen und amerikanischen Geheimdiensten mit Geld und Ideen versorgt wurden. Es waren britische Ideen und amerikanische Dollars. Das Komitee wurde von Alan Dulles erfunden, dem Chef des Wall Street-Flügels in der amerikanischen CIA, und von Duncan Sandy, einem Schwiegersohn von Winston Churchill. Sie waren die Paten, zusammen mit dem Franzosen Henri Frenet, einem Todfeind von Charles de Gaulle, der die Beseitigung von Jean Moulin organisierte, über den die Verbindungen zwischen dem freien Frankreich und dem Widerstand in Frankreich liefen. Moulin wurde unter anderem auch ermordet, wie andere. Der Kongress für kulturelle Freiheit, finanziert aus Mitteln des Marshallplans, schuf die kulturelle Grundlage, um ein solches pervertiertes Europa durchzusetzen. Jean Monnet und Robert Schuman teilten sich diese Aufgabe im Auftrag ihrer Freunde in ganz Europa, einschließlich der Hallen des Vatikans. Wenn man so will, die Ursünde der Europäischen Union,
und die Gestalt des Kindes entspricht den Wünschen derer, die es herangezogen haben. Lassen Sie mich noch etwas sagen zum Zustand der europäischen Presse und der wirtschaftlichen Institutionen. Zur europäischen Presse. Udo Ulfkotte, ein früherer Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, die, wie Sie wissen, eine der führenden Tageszeitungen Deutschlands ist, hat kürzlich zugegeben, ich wurde dazu ausgebildet, zu lügen, zu betrügen und der Öffentlichkeit nicht die Wahrheit zu sagen. Und er beschrieb, wie er von der CIA unterstützt wurde. Ich zitiere. Ich denke, das ist vor allem der Fall der britischen Journalisten, weil sie eine viel engere Beziehung haben. Es ist vor allem der Fall bei israelischen Journalisten. Es ist vor allem der Fall bei israelischen Journalisten und natürlich auch bei französischen Journalisten. Die deutschen und die amerikanischen Medien versuchen, den Menschen in Europa einen Krieg zu bringen und Russland ebenso. Ich fürchte einen neuen Krieg in Europa. Und das ist gesagt von einem ehemaligen Journalist. Nun, jetzt verstehen Sie, warum all diese Leute entweder kein einziges Wort über uns berichten wollen oder wenn sie uns mehr noch ignorieren möchten und behaupten, wir seien eine Sekte oder irgendeine andere verleugnerische Bezeichnung verbreiten, die sich im Laufe der Zeit entwickelt. Sie sind Rufmörder, die im Interesse von Mördern arbeiten. Was die Wirtschaft angeht, der französische Verhaltensökonom Jean Tirole hat gerade den sogenannten Wirtschaftsnobelpreis erhalten. Um es kurz zu machen, er hat immer gesagt, das Konzept einer Systemkrise ist bedeutungslos und es sei unmöglich, Hedgefonds oder Derivate zu regulieren. Überlassen wir das den irrationalen Idealisten, hat er gesagt. Nachdem er in Princeton und am MIT unterrichtete, hat er nun mit 60 Millionen Euro, die ihm von französischen Staaten und französischen Banken gegeben wurden, die Toulouser Wirtschaftsschule und das Institut für fortgeschrittene Studien in Toulouse gegründet, die beide unter anderem für das Konzept der gegenseitig zugesicherten Illusionen werben. Das ist übrigens ein guter Ausdruck. Und das kann man ebenso auch als europäisches Gruppendenken bezeichnen. Lassen Sie mich nun in klaren Worten sagen, was zur Wahl steht. Werden Europa und Spanien zur Brücke für eine positive Entwicklung Eurasiens nach Afrika oder zur Brücke für den Todesmarsch von Ebola nach Mitteleuropa? Werden Deutschland, Frankreich, Italien und andere europäische Länder ihren humanistischen Impuls zurückgewinnen? Oder werden sie im Interesse des britischen Empires weiterhin das Gegenteil tun? Sind wir entschlossen, die Ideologie der Geopolitik und des deduktiven Denkens über Bord zu werfen? Und wieder Forscher und Entdecker zu werden? Sind wir bereit, aus dem wirtschaftlichen Dilemma zwischen dem keynesianischen Monetarismus der Geldfälscher, des monetarischen Durchfalls auf der einen Seite und dem orthodoxen Kult der Geldpresse und Wohlstandsräuber, der monetaristischen Verstopfung auf der anderen auszubrechen? Die französischen und die deutschen Politiker mögen sich in diesem Abort der Weltpolitik wiedererkennen. Das sind die wirklichen Fragen, die sich in der realen Welt stellen. Was war überhaupt im Jahr 1411?
Eine Region der Welt, die relativ weniger entwickelt war als China und Indien. Zu den 10 größten Städten der damaligen Welt gehörte nur eine in Europa, Paris, mit fast 200.000 Einwohnern, während Beijing damals mindestens 600.000 hatte. Oder noch viel mehr. Paris war also eine kleine Bedeutung damals in Europa, selbst 1792 oder 1793. Da bezeichnete Lord Macartney die Macht und Zahl der Chinesen als Bedrohung für das aufstrebende britische Empire und schlug vor, dass man dagegen etwas tun müsse, weil es wirklich zu viele von ihnen auf der Erde gäbe. Er sagte das in diesen Worten. Also was führte also zum Erfolg Europas? Was führte zum Erfolg Europas? In Wahrheit waren es die Renaissance und ihre Revolution in den Wissenschaften und in den Künsten, wie Renaissance von Kuhs, Kepler und Leibniz, die Renaissance von Leonardo und Beethoven, Rembrandt und Bach, die Idee des Homo Universalis, die Idee, dass der Mensch nicht durch seine Macht über den Tieren steht, sondern durch seine schöpferischen Fähigkeiten und das Erwachen seines Selbstbewusstseins. Leider hat Europa, anstatt diese Kapazitäten mitzuteilen, unter der Herrschaft der Oligarchie sein eigenes Gefühl der Universalität verraten. Und die Imperien nutzten die durch die Renaissance geschaffene Potenziale zu ihren Gunsten und gegen andere Regionen der Welt. Plünderung, Zerstörung und Bestialität setzen sich mit Hilfe der technologischen Anwendung der wissenschaftlichen Entdeckung durch. Aber um eine Ära der gegenseitigen Entwicklung einzuläuten, sondern um Macht und Besitz zu erwerben. Was in den Vereinigten Staaten und in Europa zu ihren besten Zeiten entwickelt wurde, das Leibnizsche Prinzip des Rechts auf Leben, Freiheit und Glückseligkeit und nicht das Recht auf Leben, Freiheit und Eigentum, wurde im späten 20. Jahrhundert nach dem Tod Franklin Delano Roosevelts zerstört. Für uns Europäer und Amerikaner ist die Aufgabe, diese Gründungsprinzipien zurückzugewinnen, die in der amerikanischen Verfassung sind und für uns Europa im Westfälischen Frieden von 1648 verankert sind. Das ist genau das, dessen Beseitigung Tony Blair 1999 in seiner Chicagoer Rede gefordert hat, der ein sogenannter Krieg gegen den Terrorismus folgen sollte. Das ist nichts anderes als ein Krieg, um die Menschen zu terrorisieren und alle gegen alle aufzuhetzen. Der Westfälische Frieden hingegen beruhte auf 3 Verpflichtungen: der Vergebung früherer Verbrechen, einschließlich des Hauptverbrechens, nämlich der Schulden, die zur Finanzierung der Kriege aufgenommen worden waren. Der Vorteil des anderen, um zu verhindern, dass Kriege ausbrechen, um auf Kosten anderer Gewinne zu machen. Und das Prinzip des nationalen Souveränität auf der Grundlage des Prinzips des gegenseitigen Respekts. Genau das wurde von der gegenwärtigen Europäischen Union, die tatsächlich weder europäisch ist noch eine Union, über Bord geworfen. Also wo können wir unseren Impuls zu einer Erholung herbekommen? Von denjenigen, die sich unseren Prinzipien, wie unvollkommen auch immer, besser bewahrt haben. Ich meine natürlich die BRICS-Gruppe. In Modis Worten, lasst uns Entwicklung zu einer Massenbewegung machen, so wie Mahatma Gandhi aus der Freiheitsbewegung eine Massenbewegung machte. Das ist das Paradox des gegenwärtigen Moments der Geschichte. Wir haben in Europa und in den Vereinigten Staaten unsere Prinzipien verloren. Und der einzige Weg, zu ihnen zurückzufinden, ist es,
sich von der Bewegung der BRICS inspirieren zu lassen, die geschaffen wurde zur Abwehr unserer Fehler und unserer Verbrechen. Dazu müssen wir uns selbst ein für allemal von der britischen Oligarchie und ihren Mitläufern befreien. Das bedeutet nicht, dass wir nichts als Mitgift mitzubringen haben. Ich glaube nicht, wie es die Schule der britischen Historiker, der Gibbons und der Toynbees, in die Unausweichlichkeit des Niedergangs auf dem Weg in eine große Degeneration. Ich glaube, je größer die Gefahr wird, desto näher liegt auch das, vor ihr rettet, vorausgesetzt, dass wir uns für die Zukunft der gesamten Menschheit über Europa hinaus mobilisieren. Und wenn Europa seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs etwas getan hat, was es wert ist, daran zu erinnern, dann war es das, was Frieden zwischen europäischen Nationen zu schaffen, wenn auch auf der Grundlage eines Kompromisses mit der Oligarchie. Nun, wir müssen unser Haus aufräumen und nicht nur für uns selbst handeln, sondern zum Vorteil der anderen Völker. Wir müssen uns reinigen und gemeinsam, also wir können uns nicht nur selbst von, wir müssen uns reinigen. Aber nicht nur, um uns der BRICS-Gruppe anzuschließen, sondern auch, um die Entwicklung der Zukunft zu inspirieren. Unsere Herausforderung ist es nicht nur zu verhindern, dass schreckliche Dinge geschehen, sondern auch dafür zu sorgen, dass gute Dinge geschehen, die auf neuen Prinzipien beruhen. Ich kann ein historisches Beispiel nennen. Das erste ist Anton Willem Amo, ein junger Afrikaner aus Ghana, der um 1707 vom Herzog von Braunschweig, Wolfenbüttel, adoptiert und als Mitglied der Familie behandelt wurde. Er besuchte die Universitäten Halle, Wittenberg und Jena und studierte Logik, Metaphysik, Physiologie, Astronomie, Geschichte, Recht, Theologie, Politik und Medizin. Und er lernte 6 Sprachen. Englisch, also seine eigene Sprache. Seine Muttersprache war nicht einmal von den Geschichtsbüchern erwähnt. Aber im Grunde genommen kannte er 7 Sprachen. Also Englisch, Französisch, Deutsch, Latein, Griechisch und offensichtlich auch Deutsch. 1729 schrieb er ein Memorandum über De jure mororum in Europa, in dem er das Recht der Farbigen verteidigte, in gleicher Weise behandelt zu werden wie andere Europäer. Er erhielt 1734 in Wittenberg den Doktortitel der Philosophie. Seine bemerkenswerte Arbeit über das Fehlen der Sinne im menschlichen Geist und ihr Vorhandensein in unserem organischen und lebenden Körper richtet sich gegen den kartesischen Dualismus und entwickelt ein leibnizisches Konzept der Menschen auf der Grundlage der Entdeckung von Prinzipien und der Ausarbeitung von Ideen über die sinnliche Wahrnehmung hinaus. Er kehrt in sein Geburtsland zurück, als seine Freunde in Förderer in Deutschland nicht mehr lebten und er rassistischen Angriffen ausgesetzt war und starb in einer holländischen Festung in Ghana. Abbé Grégoire, ein Mönch, rühmt Amo in seinen Notizen über Nego und Mulatten, die sich durch ihre Talente und Werke ausgezeichnet haben. Und er war ein Vorbild für Kwame Nkrumah. Das zweite Beispiel aus dem 18. Jahrhundert ist Abraham Petrovich Gannibal, ein schwarzes Kind, das von russischen Zaren Peter dem Großen adoptiert und befreit wurde und in Russland eine ruhmreiche Karriere als Ingenieur und Offizier machte, in eine adlige Familie einheiratete und Generationen von Nachkommen hatte, zu denen auch sein Urenkel Alexander Puschkin gehörte. Also diese beiden Fälle beweisen, dass solche Dinge geschehen können, wenn Europa sich entscheidet, den Vorteil der anderen zu respektieren. Und das ist ein Strahl der Hoffnung, der aus der Vergangenheit in die Zukunft strahlt.
Heute sind wir weit davon entfernt, dass allen Afrikanern eine solche Anerkennung ihres Menschseins widerfährt. Und es ist, wir machen das Gegenteil aktuell. Wir lassen sie sterben. Und es ist eine Herausforderung an uns alle, dies als Ausdruck unserer eigenen Wiedergeburt zu erreichen. Denn das Europa, das wir kennen, ist gewissermaßen am Ende. Wir haben keine Zukunft. Es ist am Ende finanziell, aber die Nationalstaaten, aus denen Europa besteht, müssen wiederbelebt werden. Wie die Stimmen in einem Chor oder die Instrumente in einem Orchester. Souverän im Dienste des Vorteils aller. Lassen wir uns es betrachten als eine Frage zwischen Leben und Tod. Es ist tatsächlich etwas zwischen Leben und Tod. Und alle in diesem Raum hier und natürlich weit darüber hinaus müssen wir verstehen, oder wir müssen es noch die Gefahr noch besser verstehen als in meinen eigenen geschriebenen Worten. Tod. Wenn wir weitermachen wie bisher, ist unser Schicksal zu sterben. Entweder in einem Krieg oder Ebola wird uns vernichten. Oder wir werden zerstört durch die kommende Sparpolitik. Es ist hier und jetzt. Und das Ergebnis wird immer das gleiche sein. Sie planen Massenvernichtung. Wir brauchen Frieden. Und Leben bedeutet zuerst einmal, die Konfrontation gegen den Osten zu stoppen. Also die Konfrontation gegen Iran, Russland und China. Und zweitens, eine Kreditpolitik zu beginnen für die Infrastruktur, die zum Weltfrieden beiträgt. Stellen Sie sich wie einen europäischen Chor vor. Also Deutschland würde Stahl dazu beitragen, Frankreich seine atomaren Fähigkeiten und die vierte Generation, ebenso die Fusion. Und ebenso mit Russland beispielsweise ein Weltraumprogramm. Wir haben die Leute in Darmstadt dazu und auch in Toulouse. Denken Sie sich wie eine Brücke nach Afrika, eine Brücke von Spanien aus nach Afrika. Oder eine Brücke nach Norden über Norwegen. Es ist ein unglaublicher Zusammenschluss, um wirklich Frieden zu schaffen, um die Tore der Zukunft aufzustoßen und zu brechen mit dieser Todeskultur und es ist eine Frage von Aktion oder passiv zu sein. Oder eine Mission zu haben, optimistisch oder optimistisch zu sein. Und die europäischen Nationen können nur überlegen, wenn sie ihre schlechten Gewohnheiten fallen lassen oder einfach die Meinungen anderer ruhen lassen von den letzten Jahren. Denn wir müssen diese Todeskultur brechen. Um menschlich zu sein, muss man nicht in den Spiegel schauen wie ein narzisstischer Oligarch, sondern man muss auf die Zukunft schauen und den Zustand der Menschheit verbessern. Europa hat keine Zukunft als ein missbrauchtes Wort,
aber es hat eine Versammlung guter Menschen in souveränen Republiken das Recht, sie zu beanspruchen. Hier sind wir nun in diesem Raum und ich bin mir sicher, dass uns die nächsten Redner mit ihrem Gedanken bereichern werden, die aus der Zukunft kommen. Befreien wir uns aus der tödlichen Umarmung der Londoner City, der Wall Street und des britischen Empire. Und sagen wir und meinen wir, lang lebe eine neue Seidenstraße, die die ganze Erde umspannt. Lang lebe das freie Europa. Lang lebe Eurasien, vom Atlantik zum Chinesischen Meer. Lang lebe das freie Deutschland. Lang lebe das freie Frankreich. Lang leben die freien Vereinigten Staaten von Roosevelt, Lincoln, LaRouche. Lebe das freie Vereinigte Staaten. Und lassen Sie uns das britische Empire begraben. Es ist in unserer Hand, wie Helga es gestern sagte, weil es unsere Mission ist. Ich bin komplett überzeugt davon, dass wir dazu kommen werden. Danke.